Ja moin, hallo und herzlich willkommen bei Whisky Gold. Ich grüße euch. Wir sind in Schottland bei Johnny Walker und der Sven hat mir hier ein Johnny Walker Blue Label fürs Video zur Verfügung gestellt. Sven, fühl dich ganz doll gegrüßt. Danke für das Fläschchen. Das ist hier, Sven hat mir eine 0,2 Liter Johnny Walker Flasche zugesendet. Ich darf mal ein Video machen. Ich hatte ihn tatsächlich noch nie im Glas. Das muss ich dazu sagen. Ich hatte den Red Label, ich hatte den 15-jährigen Green Label, Platinum, den 18er. Diesen hier hatte ich noch nicht. Ja, der Korken ist hier so ein bisschen auseinander, aber das schadet dem Whisky ja nicht. Ja, die Flasche ist so ein bisschen bläulich eingetrübt. Ja, es ist ein Blended Scotch Whisky. Der Johnny Walker, von John Walker 1820 gegründet. Dieser kommt für ca. 130, 140 Euro auf den Markt. Ist, so viel ich weiß, der teuerste, glaube ich, in diesem regulären Portfolio. Ich sage jetzt mal Standardportfolio und das ist schon die Königsklasse von den ganzen, die man so findet. In gut sortierten Supermärkten sogar erhältlich. Darüber gibt es natürlich Steigerungen von Johnny Walker. Die sind dann aber auch schon, ja, muss man tief ins Portemonnaie greifen. Dieser Whisky ist gefärbt, er ist kühl gefiltert. Es ist ein No-Age-Statement-Whisky, er trägt kein Alter. Mit 40 Volumenprozenten abgefüllt und seit circa, ich glaube doch seit 1992 auf dem Markt verfügbar. Blended, was schreiben Sie genau drauf? Es ist ein Scotch Blended Whisky, das heißt, wir haben hier Malt Whisky und Grain Whisky, die miteinander vermehlt werden. 80% habe ich mir sagen lassen, Malt Whisky Anteil, 20% Grain Whisky Anteil. Und man kommt da gar nicht so wirklich hinter, was tatsächlich drin ist. Der Lead Malt soll wohl Royal Lochnagger sein. Und laut Master Blender sind 16 rare Single Malt, die damit einfließen. Aber wie gesagt, man hält sich da sehr bedeckt. Es kommt kaum wirklich irgendwas durch. Ja, Blended Whisky, viele Brennereien können dahinter stecken. Mit Grain-Anteil, also kein Blended Malt, 20% Grain. Es sollen angeblich sehr alte Whiskys mit einfließen. Ja, kann ein Tröpfchen von einem 60 Jahre alten Whisky drin sein. Und also, das ist alles so ein bisschen schwammig. Man steigt einfach nicht durch. Es schneidet aber tatsächlich so von den Bewertungen, was ich so gelesen habe, ganz gut ab. Ich mochte auch den 15-jährigen Green Label. Hat mir gut gefallen. Platinum ging auch durch. Kann man machen. Sehr süffig. Und Johnny Walker ist ja der meistverkaufte Blend Whisky Schottlands in der Welt. So schaut's aus. Gut. Ja, Umverpackung recht stabil. Stabiler Karton. Ich denke mal, im Groß wird er ähnlich sein. Hier mit einem Magneten verbaut. Mit so einer Lasche. Da gibt es auch immer wechselnde Designs. Ne? Also die fummeln da immer rum, hier so eine Limited Edition, da eine Limited Edition und ja, das ist hier die Standardausführung. Kann man machen, ganz ansehnlich. Sieht aber ein bisschen aus wie so Parfümfläschchen, ne? Gut. Ja. Gelb-Gold. Gelb-Gold, Gelb-Gold gefärbt. Nicht schön, aber auch nicht schlimm. Gibt Schlimmeres. Gut, dann wollen wir mal. Sven, mal gucken, was du mir hier zugeschickt hast. Positiv. Sehr harmonisch, sehr ausgewogen, sehr ausbalanciert. Zurückhaltend, angenehm, weich, cremig, buttrig. Der Ersteindruck, ja. Verlockend. Hat mit Johnny Walker Red Label nicht selbst angefangen. Ne? Noch vor der Malt Whisky Zeit, da
hat man das Zeug aber gemischt. Was kostet die Flasche? 9 Euro, glaube ich, ne? Malzig. Ich finde, das erinnert hier so ein bisschen an Cornflakes. Ein bisschen eine tropische Frucht. Eine angenehme Spur Sherry wahrnehmbar. Man findet auch nichts heraus, was für Fässer damit einfließen. Also kann ja auch alles, aber ich denke mal, ganz klassisch großer Bourbon-Fassanteil, ein paar Sherry-Fässer reingekippt. Das soll sich jetzt nicht abwerten, aber hören, aber na, ihr wisst, was ich meine. Einfach so ein bisschen aufgepimpt. Ja, Getreide. Ich würde auch so ein bisschen in Marzipan-Richtung gehen. Und ganz sanft, so ganz sanfter Marzipan. Angenehm, ich liebe ja Marzipan. Erinnert total daran. Und lasst mich nicht verkehrt liegen, aber ich würde sogar sagen, im Hintergrund ist so eine Spur Rauch. Also sehr delikat die Nase, sehr angenehm, sehr verlockend. Schmieren im Glas, sehr ölig. Und Sven, auf dich, ich probiere jetzt mal. Zart, sanft, leichte Eiche, cremig, blumig, ganz minimal kommt so Eis hier durch, so eine Eichenwürze. Ploppt einmal kurz auf und dann verschwindet sie wieder und er ist cremig. Zurück bleibt eine leichte, holzige, leicht trockene Note, aber insgesamt sehr elegant. Es ist so nicht sagen, sondern einfach, der ist schön, der ist weich, der ist Honig, helle Früchte. Mittellanger Abgang, ich würde auch sagen, er hat zum Schluss, ja, das geht wieder in diese Rauchnote, so einen leichten Ansatz von so trockenem Tabak. Ingwer, ja, geht in Ingwer-Richtung. Eichenwürze, aber auch leicht Ingwer. Der ist schön, also ich entdecke jetzt irgendwie keine Fehlnote, nichts, was mich stört. Sehr rund, sehr angenehm zu trinken, mit diesen 40 Volumenprozent auch, der spült dir den Gaumen und alles ist gut. Die Welt sieht ganz anders aus, alles ist viel fröhlicher, alles ist entspannter. Der Geist entspannt, der Körper entspannt, der Gaumen entspannt. Ich bin entspannter. Ich finde keinen Vergleich zu anderen Blends im niederen Preissegment. Man merkt schon, dass er deutlich mehr Harmonie, mehr Fülle mit sich bringt. Er ist mild, er ist recht vielseitig, würde ich sagen. Einfach zu genießen. Man kann ihm sogar einem Einsteiger, glaube ich, vor die Flinte setzen und der würde ihn angenehm gut zu trinken. Mir, für meinen Geschmack, ist er aber zu teuer. Dafür bietet er mir zu wenig. Ist mir ein bisschen zu langweilig. Aber das ist, wie gesagt, nur meine Meinung. Ne? Für einen Blend ist er durchaus solide und gut. Ich könnte mich an ihm nicht regelmäßig erfreuen. Mir wäre das etwas zu wenig. Aber es gibt Leute, die stehen ja auf sowas. Ne? Auf weiche, elegante, sanfte Whiskys. Und da ist, glaube ich, das Teil genau das Richtige. Wenn die wirklich
entspannt, ohne irgendwie sich die Geschmacksrezeptoren kaputt zu machen mit einer Fassstärke und überfordert zu sein, ist der hier ideal. Er ist vielschichtig und das ist das Schöne an ihm. Aber mich berührt er nicht so ganz. Das ist einfach nur mein Geschmack. Ansonsten sage ich, der kann, ja, der ist ein sehr schöner Whisky. Gut trinkbar. Nur nicht Tomics Fall. Ja, eure Erfahrung zu diesem Blue Label oder zu einem Johnny Walker vielleicht aus der Preisklasse nochmal drüber, wo ihr sagt, ey, das ist der Oberknaller, den musst du mal probieren oder das hat mich total gefetzt. Einfach mal reinschreiben. Wird mich neugierig machen, was es dann noch so gibt. Das ist nämlich auch so eine Brennerei, wo da kommt man irgendwie so als Single Malt Whisky nicht so wirklich hin. Ne? Man verpasst das immer. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass Sven mir so ein Fläschchen zuschickt. Und sagt, hier, hast du noch nicht ein Video gehabt? Probier mal. Ich lerne. Ich lerne, bis ich tot bin und umfalle. Also, freue mich auf eure Kommentare. Sven, Dankeschön, schöne Grüße und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.